Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ich frag mich, warum heißt es eigentlich nicht Horizon 2? Weil, wenn wir ins Logo da gucken, ist ja unter dem Horizon zwei Striche. Heißt, es ist für mich eine 2. Eigentlich ist es auch ein zweiter Teil. Deswegen ein bisschen komisch. Ach, guck mal, hier ist noch ein Fragezeichen. Ach, hier war noch eine Drohne. Stimmt, da war eine Drohne. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Dann reiten wir mal da hin, nehmen wir das noch mit hier, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Der will mich natürlich zur Hauptstory führen, aber ich habe hier noch ein paar Aufträge, genau. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen. So. Ich sollte mir bald die Verträge anschauen. Ja, haben wir doch schon. Die Details durchlesen. Hab ich doch schon. Während mir auch gefallen ist, habe ich diesen schönen Säure-Krallenbrecher hier. Teil, das ich eigentlich erwartet, ist schnell. Ist die lahmste Maschine von allen. Ja? Guck dich an, wie lahm das Vieh ist. Und es ist riesig, fällt mir gerade so auf. Aber man hat es eingebaute Scheinwerfer. Guck mal, das ist die Höchstgeschwindigkeit, die wir hier haben mit dem Teil. Höchstgeschwindigkeit, wohlgemerkt. Schneller geht nicht. Alter Schwede. Ja, man kann nicht flüssend alles durch, ohne Probleme. Das ist viel groß genug für. Oh. So ein Jagdgebiet ist das also. Uff. Schön mit Donnerkiefer. Und ist das mit einem ein Bebezahn ist das auch. Okay. Ich werfe nur hier lang, liebe Maschinen. Aber ein Bebezahn ist auch noch ein Spitzenbebenzahn, ne? Ne, ist ein normaler. So. Dass hier kein so ein Hochziehding drin ist. Wie man eben schneller hoch kann. Neues Jagdgebiet entdeckt. Aber ich hatte noch. Hallo? Schön, dich wiederzusehen. Willkommen im Jagdgebiet. Moment. Du warst doch in Rheinklang. Wieso bist du wieder in Tenakt-Gebiet? Ich heiße Iwina. Ich verwalte das Gelände. Ich halte es in Schuss für das Maschinentraining. Ganz gleich, ob unsere Soldaten es nutzen oder unsere Utaru-Nachbarn. So wie bei den Kaja auch. Ah ja. Wir haben gehört, dass diese Feiglinge das Konzept der Jagdgebiete als ihres ausgeben. Aber unsere Soldaten haben schon vor den Clankriegen an solchen Orten trainiert. Jede Wette an unsere Prüfungen würden sich die Kaja nie im Leben heranwagen. Für eine geschickte Jägerin wie dich wären sie eine Herausforderung. Eine sehr lohnende. Bestehe die Prüfungen und erhalte Streifen. Dafür bekommst du wiederum Medaillen. Relikte unseres Sieges gegen die Kaja während der roten Raubzüge. Geh mit den Medaillen zur Arena im Hain, unserer Hauptstadt. Die Hüter dort geben dir dafür die besten Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die unser Stamm zu bieten hat. Ich werde dran denken. Ich sollte auch unsere Schnitzerin erwähnen. Sie schnitzen Figuren für ein beliebtes Spiel bei uns. Die Maschinen im Jagdgebiet inspirieren sie dazu. Du meinst Streit? Du kennst es? Dann solltest du dir ihre Waren ansehen. Für die richtigen Ressourcen haben Schnitzer immer ein paar Figuren übrig. Ich sollte jetzt los, weitere Gebiete inspizieren. Aber für dich stehen sie immer offen. Geh mit den 10. Die haben auch immer eine andere Verabschiedung, ne? Kann das sein? Gut, was stimmt dir mal? Wie die 10 vor uns misst sich auch mein Clan ausschließlich an den schrecklichsten Maschinen. Und du jetzt auch. Jagdgebiet, der Regenpfad. Im Regenpfad leben die gefährlichsten Maschinen im verbotenen Westen. Tieflandsoldaten kommen zu diesem Jagdgebiet, um zu lernen, wie sie die größten, mächtigsten Maschinen bezwingen können. Meister alle Prüfungen, du wirst mit den gnadenlosen Dschungel des Tieflands vielleicht überleben. Uff, Betäuber und entfernere Prüfungen. Nutze Schockmunition bei einem Bebezahn, um die Betäubzüge aufzubauen. Schieße seine Stoßzähne ab. Okay. Der Rittnerkampf. Du überbrücke und besteige einen Krallenschreiter und setze ihn ein, um andere Maschinen zu erledigen. Schwere Waffen. Schieße eine Kanone eines Bebenzahns herunter und nutze sie, um die Maschinen zu töten. Was geht da eigentlich, würde ich sagen, oder? Das geht ja wirklich.
Ich warte hier. Ja, meinst du doch. Gut, hast du was Neues für mich? Nee, nicht wirklich. Okay, cool. Hallo. Ich kauf mal einen. Eieiei, nur teuer. Hier, hier sind die sogar einen legendären Uhren, den kann man sogar leisten. Uiuiui, nice. Krass, es gibt also auch solche Figuren, wusste ich gar nicht. Cool. Ja, finde ich echt cool. So, ich würde gerne meine Vorräte aufstocken, danke. So, haben wir das gemacht. So, dann wollte ich jetzt hier hin. Hier war noch eine Drohne. Weiß ich ja. Die haben wir schon gesehen. So, ich muss in die Richtung. Das Jagdgebiet neu, ich einfach mal. Das ist, glaube ich, die Zeit könnte ein Problem werden. Aber so an sich ist das, glaube ich, ein ganz angenehmes Gebiet. Angenehmer. Oh ja. Ja, ich will noch nichts sagen, ne. Wir haben eh noch das eine Jahr hier oben zu erkunden, ne? Wo war es da? Jetzt haben wir uns mal anzugucken. Ja, ich gar kein Jagdgebiet, ne, ne? Oder? Wo war doch noch ein Jagdgebiet? Ah, hier irgendwo, ne? Ja, genau, hier ist nämlich noch ein unbekanntes Jagdgebiet, ja. Okay, da gibt es insgesamt 4 Jagdgebiete mit 12 Prüfungen insgesamt. Ja, ich würde ja gerne mein Reittier nehmen, aber irgendwie, ich mag den Krallenschreiter gar nicht. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Dann hoffe ich, dass ich irgendwo mal auf noch ein paar andere Sachen treffe. Jo. Okay, hier wird vielleicht mal was passieren. Ist schon was passiert? Ach, ist das nicht die Lichtung, wo wir gekämpft haben? Nee. Ja, wo wir mit dem einen Typen da die Jagd gemacht haben. Aber nee, das ist die nicht. Müsste hier gewesen sein. Da, hier. Da war sie, meine ich. Ja. Hier so in dem Bereich müsste es gewesen sein. Okay. Das stemmt den Fall. Auf jeden Fall. Mal eine Fackel hier. Was haben wir denn da? Die kenne ich noch gar nicht. Spitzenfeuerklaue. Oh, Stufe 60. Stufe 60. Okay. Ne? Stufe 60 einfach mal. Noch eine Drohne, die Biosphäre überwacht. Ja. Ich brauche ihre Daten. Aber wie kriege ich sie runter? Ja. Da komme ich schon. Das glaube ich eher zum Kämpfen gedacht. So, warte, da kann ich schon. Aha. So. Ich könnte wo raufklettern, um auf die Drohne zu springen. So. So. Geschafft. Ah. Mal wieder so klappt einfach. Bin ich gut. Muss ich gestehen. Ja, komm runter, Dröhnchen. Zack. Okay. So. Ich hol mir die Drohnendaten. 8 von 10 haben wir jetzt. Ich hasse den Gestank der. Ja, du hast den Gestank, ich weiß. So, haben wir das auch erledigt. Hier noch ein Fragezeichen, da haben wir noch ein Fragezeichen. Da kann man nicht rein. Eieiei. Ich noch ein bisschen was zu tun. Ich will die Feuerklaue probieren. Den schnell speichern, dass wir die Drohne zumindest schon mal haben und so. Den Rücken darf ich wahrscheinlich nicht, oder?
Überbrückung nicht möglich, ja. Ich hätte gern Eis. Ja, das macht schon wieder die Attacke. Okay. Du hast ein minder Leben. Alter, hast du Leben. Sagen. Nochmal Eis vielleicht. So. Zack. Oh, daneben geschossen, ein Zack. Jetzt haben wir mal einen schönen Schulterblatt da, ey. Also jetzt auf Distanz ist der eigentlich echt so angenehm. Bis jetzt zumindest. Ich kann hier den Baum nutzen. Das hilft. Ja. Oh, der will abbauen, ey. Das kann ich wieder abbauen. Oh, okay, den Schaden noch rein. So mal eben. Jetzt mal ein bisschen den Frostschaden ausnutzen. So. Das war ein schöner Schuss. Voll in sein Auge. Ja, du scheiß Vieh. Leg dich nicht mit Aloy an. So. Das ist ein Fallverbrauch natürlich. Erfahrungspunkte. Oh, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Passt. Sehr schön, dann haben wir diese Feuerklaue erledigt. So, hier. Okay, dann sagt er mir hier da lang. Gut, das Feuerklaue Noreal habe ich angeblich nicht gefunden. Nice. Weil ich gerade gegen gekämpft habe. Ja, alles gut. So. Dann nehmen wir hier noch ein Maschinenrennen, ne? Uns da mal drum kümmern. Ich muss ein bisschen Orientierung gerade. Ist ganz gut. Auch ein anderes Reittier. Das geht mir hart auf den Sack.
Junge, das ist echt das Schnellste, was geht, ne? Das ist einfach das Schnellste, was geht. Ja, immer das Vieh hat wahrscheinlich viele Verteidigungspunkte und macht hoffentlich auch guten Schaden. So, 9000, ich weiß mal 9000 Erfahrungspunkte, dann haben wir ich muss mich fürs Erste von der Maschine trennen. Ich habe hier dran vorbeilaufen darf, weißt du. Ein bisschen Heilung jetzt schon mitnehmen können, stimmt. Stimmt ja. So, hier waren wir soweit sonst fertig. Und hier sind wir durch. Gut. Oh, Schlafballer, ich kann noch ein weitergehen. So oder so wird dieser Krieg entschieden werden. So. Wir haben die Frostklaue besiegt. 60. Muss ich noch merken? Ja. Gesundheit. Aus welchem Grund denn? Hui. Ein bisschen Heilung für mich. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ich brauche wahrscheinlich jetzt erstmal ne, wieder eine andere Reitmaschine, stimmt, bevor ich da überhaupt an teilnehmen darf. Ja. Oder stellen die mir eine. Und hier bin ich ja echt lahm. Attacken. Das ist ja immer das Menü eingeblendet, bei dem hier nicht, komischerweise. Wenn da nicht irgendwas krasseres vielleicht. Wäre ja schön. Es ist so still hier. Das macht mir genau, macht mir Sorgen. So. Hallo. Weine Klippe. Aloy, du bist wirklich gekommen. Ja, bin ich. Konntest nicht widerstehen, oder? Nee. Ich dachte, ich sehe mal nach euch. Aha. Er rannte mal gegen ein Schlachtrücken um die Wette. Nur zum Spaß. Meinst du, deshalb trägt er die Masken? Wegen der Narben? Wovon reden denn alle? Rozan ist noch nicht da, um die neue Strecke zu testen. Vielleicht fürchtet er, auf dieser zu verlieren. Irgendwann verlässt ihn sein Glück. Und dann zwinge ich ihn mir zu zeigen, was unter der Maske steckt. Ihr habt noch nie gesehen, wie er aussieht. Den letzten, der das versucht hat, hat er so vermöbelt, dass er nicht mehr ganz richtig tickt. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Mich kümmert's nicht. Es zählt nur das, was man auf der Strecke leistet. Erstmal beginnen wir das Rennen ohne ihn. Josek, sorg dafür, dass sie eine Maschine bekommt. Klingt nach einer Herausforderung, gegen Rozan anzutreten. Klar, als trete er gegen Grünschnäbel an. Also, bist du jetzt dabei? Auf geht's. Oh, ich krieg also echt eine Maschine von denen gestellt. Cool. Gott sei Dank. Beschleunigen bei Reiten, um Schaden zu vermeiden. Okay. Hier, lauf! Was für ein Mist. Aua. So. Hab dich. Okay. Muss schneller werden. Ja. Boost. Na, wie ist das? Oh, cool, dass wir dann was ausnommen konnten. Daten zur Überprüfung der Maschine wird in einer anderen. Das ist ein bisschen Kacke. Ich kann aber die. Oh, nicht vergessen, den Boost einzusammeln. Ups. Kenn ich ja auch gar nicht, ne? Was soll ich dazu sagen? Warte, da. Was war eine Mine? So. Schockfallen, ja, okay, cool. Okay. Einfach hart kämpfen. Ich
Okay. Ich hol dich von den Beinen. Ja, ich hol dich von den Beinen, Junge. Da ist ein Kalx dran, okay. Misch. Ich hätte gerne mal einen Boost. Tat das weh, Grünschnabel? Nee. So, sehr schön, aua. Voll in meinem Boost hat er mich erwischt. Alter, was wir alles hier aufschrecken, cool. Finde ich echt cool gerade. So, haben wir nochmal hier einen Boost rein, dass wir ein bisschen Abstand gewinnen können. So. Nehme ich auch nochmal den Boost hier mit. Ah, das ist echt schön geskriptet hier. Ich überlege gerade, wären wir bei dem einen wahrscheinlich schneller gewesen. Ah, ich krieg einen Pfeil pro Kescher da, okay. Da hätte ich vielleicht sogar, was heißt jetzt? Hätte ich vielleicht sogar, wäre ich ohne Probleme dran vorbeigekommen. So, okay, ich kann, nee, ich hab nur drei, okay. Aua. Schön, dass er da gegengelaufen ist. Wir haben mal wieder. Sehr schön. Okay. Überraschung! Ja, hab ich schon gut gestunt. War plötzlich vor mir. Was? So. Die wollen mich aber echt alle haben, ne? Komm, da geht eine Runde hier noch. Hab dich. Okay, was war das? Das hat nicht gereicht. Nein, 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 komm, ich will Erster werden, jawohl. Aha, geschafft. Oh, Gott sei Dank, das war knapp. Das war knapp am Ende. Nicht schlecht für einen Grünschnabel, was? Ich glaube, du hast eine Chance gegen Rotzahn zu gewinnen. Sofern ich es nicht vor dir schaffe. Dann versuch's doch. Hex meinte, er hätte eine neue Strecke entdeckt im Himmelsklangebiet östlich vom Bollwerk. Du solltest sie ausprobieren. Für meinen Sieg gegen Rotzahn kann ich auch mit einem echten Reiter trainieren. Mal sehen. Wenn ich in der Gegend bin, vielleicht. Ich schärfe schon mal meine Pfeile. Cool, und dafür haben wir noch die Errungenschaft jetzt bekommen schon. Nice. Zwei Erfahrungspunkte gibt's auch noch oben drauf, ein bisschen EP. Cool. Cool, cool, cool. So, dann gehen wir mal hier rauf und skillen wir leider auf deiner Reitmaschine weniger Schaden. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schwerlastträger bewegt dich schneller mit schweren Schwaffen. Oh, verschiedene Gesundheit. Ich will mich mit weichen Waffen schneller bewegen können. So, dann sehe ich mich auch hier, was noch das alles kostet. Okay. Cool. Ja, kommen wir auch hier langsam voran. Nice. So, Maschinenrennen, Knochenbleichkluft. Objekte, ach ja, die Drohne noch. Dann haben wir hier noch den Bebezahn gefunden, genau. Wir noch drei Maschinen haben wir noch nicht entdeckt, okay. So, wo ist denn diese komische Kluft, von dem der gesprochen hat? Oben? Ja, hier oben. Habe ich nicht sogar mal gesagt, hier, das sieht aus wie eine Rennstrecke, irgendwie sowas? Hm, kann sein. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Jagdgebiete zu entdecken, zwei Stück, ne? Das kommt auch noch auf jeden Fall auf uns zu. Dann haben wir da noch Missionen. Rückenareal, da ist noch ein Objekt, aber hier ist auch noch was. Ist das mal an? Da ist auch noch was. Und ansonsten geht's hier scheinbar drüber weiter. Okay, ich glaube, ich muss hier. Ach, ist hier lang. Hoffen wir mal unser Reittier. Offensichtlich waren Klauen und scharfe Zähne nicht genug. So, das jetzt heißt, Nela. So. Ja, das hier könnte ruhig schneller sein, finde ich. Viel, viel schneller. Er läuft gar nicht, Schweinchen. Los, lauf. Nee, lauf.
Ja, bald haben wir Stufe 50 erreicht. Ui. Ui, ui, ui. War echt schön. Jetzt sind wir so in dem Gebiet. Ja. Ich will auch gar nichts von euch. Müssen wir eigentlich irgendwann jetzt mal San Francisco einwisseln? Mal ganz doof gefragt. Eigentlich ja, oder? Ich denke mal, das wird dann hinter sein irgendwie. Jetzt haben wir es beim Rennen vielleicht gesehen, ich habe es nicht beachtet. Könnte sein, ne? Hier sehe ich es. Das könnte San Francisco sein. Ja, das soll San Francisco sein. Da hinten kann man sogar leicht die Golden Gate Bridge an. Meine Maschine läuft von selbst. Mal weiter. Ich bin mit dem Mühe und Druck die ganze Zeit, weißt du? Ach, guck mal hier. So. Noch mal eine Metallblume. Zack, zack. Und. Schön. Oh, das war ein Prank. Na, kriege ich hier Schwollschaden. Also runtergleiten, ne? So. Cool. Ach, und hier geht's auch nochmal lang. Ach du meine Güte. Wir haben einfach einen See hier runtergesetzt. Alles klar. Machen wir eben See noch. Ja, guck mal, wie du klarkommst. Sehr schön. Cool. Echt cool eigentlich. Gefällt mir. Diese Leuchtbild ist eigentlich auch ganz cool. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Ja, warum bist du sauber? Ist er doch froh. Ich hoffe, du wirst die ganze Zeit stinken. Ii. Gut, haben wir das auch erledigt. Dann haben wir noch hier einen Auftrag. Den machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, haut rein. Ciao, ciao.